und Steierwahl. So. Ich mache jetzt mal ein schönes Gedicht. Denn die Schönheit des Lebens ist ein hohes Gut, das lyrisch besungen werden möchte. Also stecke ich mir den Olivenglanz ins Haar und mit nichts anderem bekleidet als meiner diamantbesetzten Panzerkette aus 24-karätigem Gold, hüpfe ich über saftig begrünte Voralpenlandschaften und singe, wie sprießen doch die Blumen fein, das Leben könnte nicht schöner sein. Nein, nein, nein! Was denn? Du verarschst mich doch schon wieder. Ja, das ist richtig, meine Kleine. Immer wenn ich dir was Ernstes sagen will. Ja, das ist der Gag an der Sache. Deine derben Texte mag niemand. Wieso kannst du nicht einmal ein schönes Gedicht schreiben, sage ich. So wie die Schlagersängerin Helene Fischer. Wir flogen wie zwei Vögel durch die Nacht. Überall Musik und... Wieso gehst du nicht zu Helene Fischer und fragst, ob sie grunzen kann wie Helmut Steierwald? Ach, dann sagt sie dir erstmal, wer ist Helmut Steierwald? Und grunzen kann sie auch nicht. Du bist ein Untier. Ich dachte, das gefällt dir. Ein schönes Gedicht. Sage mir bitte irgendjemand, was ein schönes Gedicht sein soll. Arabesk verschnörkelte Zauberwörter, die einen schmunzeln lassen. Man schmunzelt bei vielen Gelegenheiten. Zum Beispiel, wenn man sich kurz einen Coffee to go abholen möchte und es an der Theke wieder einmal heißt... Aktionswoche. Starbucks macht sich stark. Für jeden extra großen Crushed Ice Vanilla Cream Coffee Macchiato mit extra Eischaum befreien wir ein Thai-Mädchen aus der sarghaften Enge ihres modrigen Bordell-Hinterzimmers. Ja, da muss man schmunzeln, denn es ist so absurd weit weg von einem selbst. Ist es das, wenn auf einmal ein Konzern wie Neckermann protestiert? Das geht nicht! Starbucks schmälert den Leistungsumfang unseres Familienpakets für Thailand-Touristen! Ich indes lache mir triumphal ins Fäustchen, weil ich die kleine Starbucks-Bedienung dazu genötigt habe, laut durch den ganzen Laden zu rufen, 25 extra große Crushed Ice Vanilla Cream Coffee Macchiato mit extra Eischaum für Helmut Steierwald! Steierwald! Und ich winke den Leuten zu und presche zum Tresen nach vorne, als würde man mir dort den Friedensnobelpreis überreichen. Mit meinen 25 kleinen Kinderlein im Arm wanke ich zu meinem Tisch hinüber und stelle sie eines nach dem anderen ab. Dich taufe ich Kairi, dich taufe ich Meiling. Wieder mal was Gutes getan, nicht wahr? Konsum macht seit Neuestem nicht nur satt, sondern befreit auch in moralischer Hinsicht. Da vergisst man schnell das dreckige Gesülze der alten Säcke in thailändischen Nachtclubs. Junge, weiße, wenn die Mädels ihre Tage haben, unfein, sag ich dir. Und diese Slip-Einlagen, ich mag keine Slip-Einlagen. Ja, wie wär's mit einem Tampon? Da kannst du mal am Strippchen ziehen, nicht wahr? Du bist ja gewohnt, die Fäden in der Hand zu halten. Das Geld dazu hast du ja. Es erscheint absurd, dass, sagen wir einmal, der gebildete Herr Ingenieur in Pattaya am Strand sitzt und seine Altersvorsorge im Puff auf den Kopf haut. Wieso auch nicht? Sein Leben lang hat er gearbeitet. Siemens Deutschland, Siemens Singapur, Siemens Portugal, Siemens Iran. Dort hat er die Leistung von Elektroschockern optimiert. Und jetzt will er sich was Gutes tun. Dann hat man denn schon mal so ein junges, hübsches Mädel im Bett. Damals zum Beispiel, als auch du 14 gewesen bist. Da war die Gelegenheit dazu. Aber da hast du dich wieder in deinem Hinterzimmer eingesperrt und Mathe gepaukt. Vielleicht sogar im Schatten der allzeit erhobenen Prügelhand deines dich züchtigenden Vaters. Doch! Es hat dir was gebracht. Jetzt kannst du dich über Slip-Einlagen aufregen. Luxusproblem, nicht wahr? Da stehen sie unter der Hoteldusche in der Villa Germania, die alten Säcke, und vergleichen sich miteinander. Na, Herr Geiz, wie viel hattest du heute? 10 geknallt habe ich, 10. Gut, in Deutschland, da hätte er keine 10 geknallt, sondern vielleicht nur 2 angeguckt. Man muss der Wahrheit schon ins Gesicht sehen, während man sie anwichst. Hierzulande haben Frauen Persönlichkeitsrechte, die sie vor fetten Lustmäulchen in Schutz nehmen. Aber drüben, da kann man sich gegen Zahlung eines lächerlich kleinen Entgelts aufführen wie der letzte Penner. Da steckt man sich einen Olivenkranz ins Haar und mit nichts anderem bekleidet als einer Goldkette, hüpft man über den warmen Sandstrand und singt. Too much money in the bank. Welcome to Central Bank. Welcome to
Saint-Tropez. Und da muss ich schmunzeln. Denn auch heute Nacht gehen wieder zahllose Menschen in den zahllosen Clubs in der Stadt tanzen. Und zwar auf genau solche Musik. DJ Antoine oder Helene Fischer. Wir flogen wie zwei Vögel durch die Arschlecken. Meine Güte. Die Partytexte, die Stimmungstexte, die schönen Gedichte werden immer und überall dort zum Besten gegeben, wo am meisten verdrängt, verleugnet und vergessen wird. Aber bitte, vergesst euren Coffee to go nicht, ehe ihr in den Club stürmt. Die Nacht wird lang, ihr werdet das Koffein brauchen. Und achtet auf aktuelle Aktionsangebote. Thai-Mädchen, Afrikaner, Krebskranke, der Steigbügel auf das hohe Ross des guten Karmas ist immer und überall verfügbar. Und ich gehe erstmal austrinken. Dankeschön. Helmut Steuerwald macht bitte Lärm für den dritten Finalisten im Bunde. Hier ist für euch aus Bamberg.